die Gegenstände auf den Boden feststellt, damit man auch nach oben gucken kann. Wenn man nämlich das Glas zum Beispiel, was ich jetzt hier zum Experimentieren genommen habe, sehr groß macht und man möchte jetzt hier dieses Glas platzieren, weiß man gar nicht, wie hoch das ist. Wenn man jetzt aber, wie gesagt, Shift und Linksklick der Maus drückt, dann kann man so nach oben gucken. Dann wird dieser Gegenstand kurzzeitig festgehalten und man kann sich genau ein Bild machen, was man hier eigentlich baut und wie es am Ende aussieht, wie hoch es ist und so weiter. Hätte ich bei den Laternen auch schon anwenden können, aber da hatte ich mir dann noch keine Gedanken zu gemacht. So. Für unser nächstes Projekt. Wir können ja nicht immer nur im Wald rumlaufen und Jagd betreiben, obwohl das ja sehr cool ist und letztes Mal auch wirklich Spaß gemacht hat. Aber wir müssen natürlich auch produktiv hier im Hause weitermachen. Und für unser nächstes Projekt müssen wir diese Häuserwand einmal durchbrechen. Und ich überlege gerade, wo wir das am besten machen, an welcher Stelle das am günstigsten ist. Wenn man hier durch die Tür reinkommt, wäre es eigentlich gut, wenn man hier so durchgehen könnte. Es ist nämlich ziemlich nervig, wenn man auf die andere Seite des Hauses will und immer. Das Fenster können wir nicht abbauen, ne? Das Fenster können wir tatsächlich nicht abbauen. Sehr, sehr schade. Das macht mich gerade etwas traurig. Ich will das abbauen. Hallo. Funktioniert jetzt leider nicht. Na gut, wenn das nicht geht, dann müssen wir halt Brachialgewalt anwenden, ne? Dann nehmen wir alles das mit, was mitzunehmen ist, und dann hauen wir doch einfach mal, ich wollte es immer schon mal machen, ein Fenster kaputt hauen. Irgendwie macht das ja auch Spaß, ne? So, den Rahmen auch kaputt, was soll's. So, hier soll eine Tür rein, hier sollen wir rausgehen, denn es ist einfach schöner, auf beiden Seiten rausgehen zu können. Hier einmal so durchs Haus quasi durchgehen zu können. Tür zu. Da zieht sonst so ein bisschen. Hier könnte auch noch eine Lampe rein, ne? Bei der Gelegenheit. Wir haben ja gerade Laternen hier drin in unserem Inventar. Lass uns hier mal eine schöne Lampe reinhängen. Ich glaube, ich habe da mal gerade Bock drauf. Kann man ja eigentlich auch als Wandlampe benutzen. Also, ich mache gleich weiter, keine Bange. Aber ich möchte das jetzt trotzdem gerne mal wissen. So, die hängt jetzt etwas hoch. Als Wandlampe kann man die übrigens nicht benutzen, habe ich irgendwie das Gefühl. Das geht nicht, aber man kann sie natürlich sehr schön hier oben anbringen. So, ich nutze jetzt gerade die Maustaste. Also bei Gegenständen wie Lampen braucht man nicht mal die Shift-Taste, da geht das so mit Linksklick, ohne dass das weitergeht. Aber bei anderen Gegenständen wie jetzt Scheibe, wie gesagt, da muss man zusätzlich die Shift-Taste verwenden. So, irgendwie nervt mich das jetzt gerade, dass diese Lampe. Hängt die jetzt höher oder hängt die immer noch in der Luft? Sie hängt nicht mittig. Aber jetzt hängt sie mittig. Direkt unter dem Balken. Sieht auch gleich heller aus. Ja, man lernt immer dazu, man lernt immer dazu. Es wird schön in unserem Haus. Und eine Laterne, bevor wir jetzt hier weitermachen draußen, eine Laterne hängen wir doch auch noch eben auf. Die letzte, die wir hier haben. Vielleicht, hier sind schon Fackeln drin. Eigentlich, ich glaube, oben brauchen wir noch ein bisschen Licht, oder? Hier ist es jetzt eigentlich schon ziemlich hell in diesem Haus. Wie sieht es denn oben aus? Hier ist alles noch mit Fackeln ausgeleuchtet. Auch da wäre so eine Laterne sicherlich nichts Schlechtes. Aber wo hängen wir die hin? Wo ist die Mitte dieses Raumes? So, die hängt direkt an der Decke. So, wenn ich jetzt wüsste, wo die Mitte des Raumes ist, dann würde ich mich bedeutend wohler fühlen. Wir machen das jetzt nach Augenmaß. Ich habe jetzt gerade keinen Bock zu zählen. Echt, ich habe jetzt gerade keinen Bock zu zählen. Ich musste mich immer wieder auf mein Augenmaß verlassen, das muss ich auch jetzt. Lass uns sie einfach hier hinhängen. Das wäre die erste und dann könnten wir hier noch weitere Lampen hinhängen. Allerdings will ich jetzt hier lampentechnisch auch nicht zu viel machen, weil ich noch gar nicht weiß,
wieder, wie das hier oben auf Dauer mit der Raumaufteilung wird. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal so, wie das ist. So, hier ist die Tür. Wie gesagt, und hier draußen würde ich gerne einen schönen, gemütlichen, kleinen Wintergarten machen. Unser Grundstück geht bis hierhin. Ich denke, das reicht auch dafür. So einen kleinen Wintergarten, wo man dann so durchgeht, wenn man das dann will. Ich überlege gerade, reicht das oder müssen wir das Ding noch größer machen? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich sicher bin, dass wir jetzt hier provisorisch erstmal eine Gartenfackel hinsetzen. Man sieht ja gar nichts. Ich glaube, wir schlafen mal lieber besser. So, mit offener Tür. Das Haus ist immer noch im Bau. Deswegen müssen wir uns auch mit offenen Türen zufrieden geben, wenn es Nacht wird. Oh, ich weiß gerade nicht, Müssen wir das Ding jetzt vergrößern da unten oder lassen wir das jetzt? Ich weiß es nicht. Reicht das? Oh, ich sehe gerade, da fehlt ein bisschen Holz. Da unten. Und das lassen wir jetzt so. Das sind Kunstfehler. Sogenannte Kunstfehler. Okay, also. Jetzt probieren wir mal Folgendes. Ich würde das gerne auf der gesamten Häuserfront, würde ich gerne Wintergarten machen. Also direkt hier, so breit wie das Haus ist, wenn man nur die, teilweise die Breite nimmt, sieht es wieder irgendwie nicht so toll aus. Ich glaube... Oder wir könnten das... Nee, hier an der Seite ist auch nicht so schön. Ich glaube, hier hinten, wenn man hier hinten rausgeht, ist es das Beste. Oder wir machen hier noch eine Tür an und machen hier einen Wintergarten. Können wir auch machen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie wir das machen sollen. Allerdings, wenn wir hier einen Wintergarten machen, können wir nicht mehr ums Haus drum zulaufen. Naja, können wir schon, aber... Ich meine, hier soll ja unser Garten auch entstehen. Deswegen könnte man hier ja auch einen schönen Wintergarten hin, anlegen. Der muss ja auch gar nicht so groß sein. Aber ich glaube, das würde insgesamt das Haus auch optisch ein bisschen schöner machen. Wenn wir jetzt den Wintergarten hier vorne noch dran machen, dann wird das ganze Haus irgendwie noch länger. Und wenn wir den hier hin machen, wird es breiter. Deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn wir den Durchbruch machen. Ich probiere es einfach mal. Wir müssen jetzt einfach mal was ausprobieren. Nicht immer so lange überlegen. Das ist ja meine Schwäche. Ich kann mich da nicht entscheiden. Oh, ja, schön. Das ist immer mein Problem. Aber das liegt halt auch daran, ich will dann auch, dass es richtig wird. Ich habe dann keinen Bock, immer endlos dran rumzudoktern an diesen Sachen. Es muss dann beim ersten Mal auch richtig sein. Und da muss man auch zur Entscheidung kommen, ja, super, das bleibt jetzt auch erstmal so. Und muss nicht ständig wieder geändert werden. So, jetzt haben wir hier zwei Türöffnungen. Und ich glaube, der Wintergarten ist hier besser aufgehoben. Und auch hier nehmen wir wieder diese Holzstämme. Genau diese dunklen Holzstämme nehmen wir wieder dafür. Also ähnlich wie bei den Laternen. Dann passt das einfach zum Haus. Wir könnten auch weiße dafür nehmen. Aber weiße finde ich persönlich nicht so schön. Und jetzt gucken wir mal, wie breit wir das Ding machen. Also es kann ja auch ruhig ein bisschen größer sein, so ist es ja nicht. Und dann sollte es auch tatsächlich bis hier hingehen. Oder ruhig bis da? Nee, bis da. Ich probiere gerade mit den Tasten hier aus. Shift und Linksklick. Oder geht das auch ohne Shift? Wie war das mit der Glasscheibe? Geht das auch ohne Shift? Wie komme ich denn auf Shift? Okay, es geht auch ohne Shift. Das hat mit Shift gar nichts zu tun. Ja, cool. Das sind immer sehr lustige Sachen, wenn man selbst was rausfindet, anstatt nachzugucken. Aber ich bin halt so. Ich will es halt selber rausfinden. Okay, so hoch ist das Ding. Noch nicht hoch genug, würde ich sagen. Bisschen höher. Wie hoch geht das Ding eigentlich? Jetzt können wir es uns ja angucken. Oh ja, richtig schön geil. Hoch. Ich glaube, wir nehmen das Höchste, was wir nehmen können. Das Höchste, was es gibt, nehmen wir. Schöner, hoher Wintergarten. Damit die Pflanzen auch schön hoch wachsen können. So, von der Breite her... Zu breit? Zu breit. Zu schmal? Ich glaube, so ist ganz nett, oder? Oder doch lieber so. Ein bisschen filigraner, das ganze Ding.
Ah, ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das wird was. Ich glaube, das können wir machen. So, also auf der Höhe, da wo die Säule des Hauses ist, genau da machen wir dann auch unseren Wintergarten fest. Und hier sollte er mit dem Haus dann enden. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, müsste hier. Ah, ich wollte das eigentlich einen weitersetzen, aber ist egal. Da, also das sind im Grunde genommen die Eckpfeiler unseres Wintergartens. Und klar kann man die Scheiben sehr breit machen. Ich möchte aber, dass das Ganze auch ein bisschen stärker unterteilt ist. Das hier, weiß ich nicht, alle vier. Zwei, zwei, geht das? Geht nicht? Oder so? Eins, zwei, zweieinhalb, eins, zwei, zweieinhalb. Das könnte man nochmal halbieren. Also zweieinhalb Blöcke. Ich weiß jetzt nicht, ob das nachher insgesamt passt. Holz. Haben wir denn Holz? Holz, Holz, Holz haben wir doch noch im Inventar, oder? Nein, haben wir natürlich. Doch, wir haben doch noch Holz. Dann können wir ja Baumstämme noch und nöcher machen an der Sägebank. Rohstoffe. Nee, Holz nicht. Wo haben wir das denn? Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Nein, Moment, da haben wir es. Bauelemente. Darunter war es. Holzbalken natürlich nicht. Holzstamm. Holzstamm. Dunkler Holzstamm. Mit der ID 67. Genau den wollen wir haben. Und da wollen wir auch noch einige von haben. Ich mach mal 10. Wahrscheinlich wieder viel zu viel. Huch. Wieder viel zu viel. Aber dann haben wir erstmal welche. So, das ist auch noch die gleiche Größe. Also müssen wir mal eben mit dem Raster mal gucken, wie das jetzt aussieht. Eigentlich alle zweieinhalb Blöcke. Ich weiß jetzt nicht. Also zweieinhalb. Also das hier ist für mich immer ein Block. Ein Block. Zwei Blöcke, zweieinhalb. Normalerweise müsste der jetzt hier stehen. Und da setzen wir ihn auch hin. Wenn das nachher nicht passen sollte, dann können wir auch noch so irgendwie so eine Art Gartentür reinmachen oder so. Eins, zwei, zweieinhalb. Das muss jetzt von den Abständen her passen. Eins, zwei, zweieinhalb. Oh, ich weiß es nicht. Eins, zwei, eins, zwei, zweieinhalb. Ja, es passt nicht ganz. Wir haben hier zwei Blöcke jetzt. Und jetzt hier nochmal. Eins, zwei, zweieinhalb. Passt aber auch nicht. Ach so, weil wir hier eine runde Säule haben. Weil wir hier eine runde Säule haben und da hinten nicht. Deswegen passt das hier nicht. Aber wenn wir 1, 2, 2,5 machen. Jetzt müssten das hier 3 sein. 1, 2, 3, ja. Ja, mein Gott, dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Dann passt das halt nicht hundertprozentig. Ein schöner kleiner Wintergarten. Ich glaube, da braucht auch keine Außentür sein. Es sieht auch relativ gleichmäßig aus, würde ich sagen. Es sieht relativ gleichmäßig aus. Und jetzt würde ich natürlich gerne das Ganze kippen. Und hier unten. So, jetzt liegt das Ding. Hier unten muss das natürlich jetzt auch noch passen, ne? Oh, ist das cool. Ich freue mich so wahnsinnig. Passt das jetzt hier auch? So, wieso? Wieso will der jetzt nicht? Ich drücke jetzt. Cool, ich freue mich da total drüber. Ich weiß, ich freue mich gerade wie ein Schneekönig, dass das funktioniert. Wie gesagt, mein erster Versuch. Mein erster Versuch. So, hier muss das irgendwie länger sein. Ich hinterfrage nicht, warum das so ist. Da hinten hat es gepasst, hier passt es nicht. Kann jetzt auch nicht an diesem halben Block liegen, der uns hier fehlt. Irgendwie passt das jetzt überhaupt nicht. Ich hinterfrage das, wie gesagt, nicht. Hallo. Oh nein. Oh, was ist das denn jetzt?
Okay. Wieso ist das denn jetzt da hinten? Wieso ist das denn jetzt hier irgendwie scheinbar höher als da hinten? Ich raff das jetzt gerade überhaupt nicht. Okay, die Stange ist auch irgendwie dünner. So muss sie sein. Ins Haus gucken, nicht, dass wir eine Stange nachher im Haus irgendwo. Wieso passt das denn jetzt da hinten und hier nicht? Ich raff das überhaupt nicht. Stehe ich nicht. So, hier oben auch nochmal. Hier passt es jetzt natürlich auch nicht. Insgesamt passt es hier nicht. Wieso nicht? Wieso passt das denn? Ach, weil da oben. Ach, ich weiß. Das kann doch nicht an dieser runden Säule jetzt hängen. Das kann doch jetzt nicht daran liegen. Jetzt muss ich hier zwei hinmachen, oder was? Okay, wir haben keine mehr. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir noch einige von diesen Dingern brauchen. So, 10. Immer schön sparsam herstellen, nicht alles immer auf einmal haben wollen. So. Raster. Es sieht nicht ganz gleichmäßig aus, aber wir wollen ja nicht vergessen, dass das alles Handarbeit ist, was wir hier machen. Qualitätsarbeit. Jawohl, das passt ja genau. Mal was Erfreuliches hier. So, ich gehe mal hier hin, damit das Haus nicht so stört im Hintergrund. So, wie schön wäre das jetzt, wenn es jetzt hier genauso funktionieren würde wie da hinten? Es wäre so endgeil, wenn das jetzt genauso funktionieren würde. Tut's aber nicht. So, doch. Perfekt. Das ist unser Gerüst für den schönen Wintergarten. Lass uns mal eben so ein bisschen... Wieso auch nicht? Wieso auch nicht? Huch! Wieso schmeiße ich denn jetzt das Holz weg? Nimm es doch. So. Ich überlege jetzt gerade, ob wir einfach so ein Schrägdach nach oben... Das wird natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, das ganze Thema. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Eigentlich müsste ich hier noch so ein Schrägdach jetzt machen. Das heißt, das Holz... So, entgegen der Sonne arbeiten wir jetzt. Nein, arbeiten wir nicht. Wir machen das jetzt hier. Erstmal was trinken zwischendurch. Mais haben wir auch noch genug. Wie machen wir das denn? Wie machen wir es? Noch einen Schluck. Ein bisschen was essen. Aber schmatzt nicht so laut. Also. So. Uns geht's wieder gut. Das müsste das längste sein, was es gibt. So, ich würde gerne hier irgendwie so ein Schrägdach jetzt einbauen, aber nicht so extrem steil. Nein! Allerdings überlege ich auch gerade, wie ich das mit dem Glas machen soll nachher. Das funktioniert doch gar nicht. Da muss ja auch noch Glas rein. Wie soll ich das Glas denn da reinsetzen? Das geht ja überhaupt nicht. Ach, was man abbauen kann ich das ja nicht, ne? Nein, abbauen kann ich das nicht. Das hatten wir ja schon. Ach komm, hau das Ding weg und fertig. Ich überlege gerade, wie ich das mit dem Glas machen soll. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Und so stumpf quadratisch weiß ich ja auch nicht. Da muss ja das Wasser auch irgendwie abfließen können. Von diesem Wintergarten.
Aber wenn ich hier eine Schräge einbaue, kann ich das Glas nicht mehr setzen. Das würde ganz seltsam aussehen, wenn ich dann mit Glas arbeiten würde. Da muss ich wahrscheinlich doch mit Holz arbeiten. Boah, da muss ich mir noch echt mal Gedanken zu machen. Das passt irgendwie noch nicht so. Das passt irgendwie noch nicht so. Also das Gerüst... Ich meine, wir können es ja trotzdem versuchen zu bauen. Kann man das so machen? Geht. Wir haben ganz kurz gucken. Ein Block, zwei Blöcke, drei Blöcke hoch. Drei Blöcke hoch. Das funktioniert ja. Eins. Hier haben wir wahrscheinlich wieder ein Problem, weil wir jetzt diese runde Säule hier haben. Eins, zwei, drei. Da wird es wahrscheinlich wieder nicht passen, oder doch? Doch, passt doch. Steht leicht über auf der Seite. Ich habe gerade überlegt, wenn das mit dem Glas gar nicht geht, dann müssen wir das hier offen lassen. Einfach für Frischluftzufuhr von außen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht Sinn des Wintergartens. Aber so wird das Dach auf jeden Fall aussehen. Das würde ich natürlich noch gerne ein Element in die Mitte bringen. Wir haben schon wieder alles verbraten. Oder vielleicht am besten gleich mehrere Elemente in die Mitte. Genau da, wo die anderen Säulen auch sind. Wie viel brauchen wir denn jetzt davon? 1, 2, 3, 4. 4 brauchen wir auf jeden Fall noch davon. Also 4. Wo renne ich denn hin? Vier Stück. Vier Stück. Ne, drei brauchen wir. Eins haben wir ja noch. Eins, zwei, drei. Drei, drei, drei. So, der Winkel passt noch. So. Das strengt aber auch an, ne? Alter Verwalter. So, kann mir jetzt mal einer erzählen, wieso das hier nicht passt? Ach so, ja. Nein, weißt du was? Weißt du, was wir erst machen müssen? Wir müssen erst diese waagrechten Dinger setzen. Sonst passt das nämlich überhaupt nicht. Diese Dinger müssen wir erst setzen. Boah, ich werde hier irre. Ich werde hier irre. Da muss er hin. Und er steht über. Na super. Perfekt. Schön. Also immer klappt das mit dieser linken Maustaste übrigens auch nicht. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Hier scheint es irgendwie nicht zu klappen. Oh, ich werde zum Elch. Ich werde hier zum Elch. Ich mache es gerade kürzer. Steht über.